wir fahren zur Frederik-Semmes-Hütte, eine Hütte auf 2004 Meter Höhe in den Lechtaler Alpen. Meine Hütte, die ich jetzt im 9. Sommer bewirtschafte. Der erste Teil, dass man eben durch Felsentunnels fährt und man weiß auch nicht genau, liegt der eine oder andere große Stein im Weg, den man zur Seite räumen muss. Ja, ich habe kein beim lieben Gott Vertrauen, aber ich habe trotzdem schon zweimal Blattfuß gehabt und ist nicht einfach, hier einen Reifen zu wechseln. Und dann wird es eigentlich fast ein bisschen tibetisch, die Landschaft, bis dann ein Fahrweg kommt und über verschiedene Lawinen noch drüber fahren muss. Schau das mal an, Markus. Wenn Lawinen da sind, dann müssen die durchgebaggert werden oder weggetaut werden. Andernfalls muss man im Auto stehen bleiben und du musst das ganze Material eben zur Materialseilbahn hochtragen. Das Material muss mit der Ding hochgefahren werden, mit der Seilbahn, was man eben braucht für einen Elektriker. Lebensmittel müssen schon hochgefahren werden, Bier muss hochgefahren werden und so weiter. Ja, Wahnsinn. Thomas von Charlie, kommen. Hallo Charlie. Ihr könnt hochfahren. Ein Mix zwischen flacher Strecke und 25 Serpentinen, die doch relativ steil sind und die schon den einen oder anderen Bergsteiger und Wanderer fordern. Ja, in diesem Hüttenbeginn, der ist unter ganz besonderen Vorzeichen, einmal eben der Corona und auch die ganze Elektrik muss noch gemacht werden. Die elektrische Installation ist im Winter unterbrochen worden und ich bin gespannt, ob wir das noch alles hinkriegen. Also das ist wirklich ein Beginn unter erschwerten Vorzeichen. Ja, aber da stehen wir da draußen. Ich meine, du guckst ja eh immer, du verteilst. Jetzt muss nur die Hütte auf Vordermann gebracht werden, wegen der Corona-Sache. Ein Tisch in der Gaststube ist zu viel, der muss raus. Dann man muss schauen, wie man das mit den Lager macht. Also es dürfen auf jeden Fall nicht mehr als 30 Leute in der Hütte übernachten und auch in der Hütte sein, um den Vorschriften von Corona und einer Gaststätte und einer Hütte eben zu entsprechen. Also das ist wieder hier. Ein Murmeltier unter der Batterie. Das sollte eigentlich nicht da drin bleiben, gell? Sonst ernährt sich vielleicht von deinen Kabeln da unten. Haben wir noch ein größeres Problem. Im Frühjahr sind die Murmeltiere ganz neugierige Passanten und nicht nur, dass sie sich jetzt für Autos am Parkplatz, an der Seilbahn interessieren, die interessieren sich auch für die Werkstatt, sind überall neugierig, weil die haben so einen ausgeprägten Sexualtrieb im Frühling und alles, was nicht nied- und nagelfest ist, das
beschnuppern die, nagen es womöglich noch an.